Willkommen zu einem neuen Video und ihr seht, Anni ist immer noch da. Im Livestream läuft es einfach weiter, deswegen. Aber hier auf YouTube, der Boy ist da und wir machen jetzt ein Innistrad Crimson Bow Bundle auf. Und ich bin mal gespannt, was wir hier ziehen können. Es sind echt schöne Sachen drin. Und Andi, danke, dass du es wieder zur Verfügung stellst. Das ist ja Andi sein Zeug. Aber er stellt es zur Verfügung, hat gesagt, Alter, für Content, warum nicht? Und er ist dabei, also haben wir doppelte Freude. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Opening und bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich mache die Musik wieder an. Boom. Und wie ihr es gewohnt seid, wir öffnen jetzt ein Innistrad Crimson Vow Bundle. Diesmal mache ich den ersten Schritt, was? Ich stehe ja schon hier. Warte, ich nehme lieber das Messer. Ich weiß nicht, willst du wieder alles aufheben? Bestimmt. Die Box sowieso. Ja, wobei ich die jetzt auch schon einmal besitze. Das ist, also jetzt oh, wenn du eine abgibst. Ja, da hätte ich kein Problem mit. Ich kann leere Boxen immer gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gebrauchen kann. Ich meine. Ja, mein Schrank passt auch schon aus deinem Mieten. Insofern kannst du gerne eine haben. Geil. Brauche ich mir schon mal keine Box kaufen. So, dann kommt das natürlich hier mit dieser schönen Verpackung. Das ist noch die alte Verpackung, die war nämlich noch mit Folien. Die neuen sind ja anders. Das stimmt. Da haben wir hier nochmal so eine kleine Boxschachtel, wo man Tokens reinpacken kann, Würfel reinpacken kann, andere Dinge, worauf man Bock hat. Egal. Dann haben wir hier... Ach, ich hatte diese schöne Hochzeitseinladungskarte. Ach, das ist eine Hochzeitseinladungskarte. Ah, geil. Zwischen Olivia Voldaren und Edgar Markov. The Binding Vows of Olivia Voldaren and Edgar Markov, ja. Und da kann man auf der Rückseite auch ankreuzen, wie man denn gerne aufgenommen werden möchte, ob man, was man trinken möchte und essen möchte. Hey, ist das geil. Yes, thank you for the honor. Yes, you are most... Möchte man ein Huhn, einen Rind oder einen Menschen trinken? Ah, das ist ja mal geil. Welche Blutgruppe präferiert man, ne? Ah, das ist ja ultra cool. Hast du davon schon eins? Ja. Gibst du eins ab? Ja. Oh, geil. Oh, Andi, du machst mich glücklich. Dafür bin ich doch hier. Oh, so glücklich. Ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Schön. Dann haben wir hier die Box. Bevor wir da reingehen, haben wir hier noch was Wunderschönes. Ich würde das gern aufmachen und euch zeigen, aber ich brauche dazu einen Föhn, weil ich will das hier nicht zerstören und aufreißen hier. Das ist ja geklebt. Mit dem Föhn kann ich das ankleben, dann geht der Kleber ein bisschen lose und dann kann ich das ohne Probleme öffnen, deswegen will ich das ungern machen. Das Teil habe ich tatsächlich bei mir auch über einen Schreibtisch mir aufgehangen, weil ich das so hübsch finde mit dieser Vampire. Aber ich kann es euch mal so zeigen. Genau. Also es ist echt schön. Eine hübsche Vampirin. Da steht dann Instagram Crimson Bow. Ist halt ein Poster. Ja, ist wirklich ein kleines Poster. Aber halt aus Pappe, also ich heb's auch auf. Und jetzt schmeiße ich wieder irgendwas. Oh, ich habe Spiro nur geschmissen. Egal. Aber hier haben wir auch die wunderschöne Box. Und da haben wir auch wieder eine Vampirin drauf. Kann man von allen Seiten begutachten. Magic the Gathering. Und dann lüften wir mal das Geheimnis. Und schauen rein. Sowas finde ich halt ultra geil. Diese Mini-Box in der Box. Ja, die sind echt schick. Aber bevor wir uns das anschauen, haben wir hier den wunderschönen Würfel. Mit einer Fledermaus. In den Bundles sind es immer die gleichen Würfel, richtig? Ich glaube schon, ja. Okay, weil bei dem Pre-Release kann es andere Farben haben. Genau, stimmt. Aber das ist echt schön. Oh, der hat echt eine schöne Farbe. Oh, guck mal, der hat ja auch hier... Ah, nee, das sah nur so im Licht aus. Sah aus, als wäre hier die Spitze auf einmal komplett lila. Ah, das ist ja cool. Das ist ja echt schön. Kann man machen. Man kann nicht genug große W20 haben. Also. Ja, man kann nie genug W20. Man kann nie genug Würfel oder haben. Oder so, lassen wir es allgemein. Genau. Dann haben wir hier diese Box, was echt ultra cool ist, sowas. Ich habe die nämlich in meiner Riesenbox drin. Und dann haben wir hier noch mehr. Packe ich die Box mal wieder weg. Lass mal hier so am Rand stehen liegen. Ach, nimmt zu viel Platz ein. Weg damit. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Set-Booster. Ich denke mal, wir machen wieder Hälfte, Hälfte. Machen wir Hälfte, Hälfte, genau. So. Und abwechselnd auf. Dann haben wir hier Werbung. Werbung. Und wir haben die Promo-Sachen. Soll ich die auch gleich aufmachen? Ja, mach ruhig auf. Dann habe ich hier Promo. Es ist... Oh, du hast sogar eine englische Box. Nice. War dir das bewusst? Das war in dem Fall tatsächlich einfach, weil es halt im Angebot war. Also die deutsche Postbox ist deutlich teurer. Englisch ist eh besser. Da hat es keine Übersetzungsfehler. Ich habe nämlich gestern gelernt, die Kettenhemd aus Mithril geht nur an Legendary Creature. Ah. Und auf Deutsch steht an jede Kreatur. Ach, okay.
Also an eine Kreatur, nicht an eine legendäre Kreatur. Okay. Und deswegen kann ich die in meinem Ork-Armee-Deck gar nicht spielen. Ja. Ist halt blöd. So, wir haben als Promokarte Ziggurats Summons Enchantment. Creatures you control with plus one counters on them have base power and toughness 4-4, have flying and are angels in addition to their other types. Schön für Token-Decks. Ja. Das ist echt. Ja, Counter-Decks meine ich. Mhm. Ah, und dann kommen natürlich die Länder. Hä? Warte mal, du hast noch einen Foil Plains? Nenne ich immer zwei drin? Hä? Glaub, ein Mountain? Ich glaube, die sind ein danach Forest? Jetzt nochmal in einer anderen. Ah, okay, die sind jetzt einmal. Im anderen Artwork in der Folge. Okay. Oder das? Ne, das sind zwei identisch. Ne? Ja, gleiche Artworks. Okay. Dann wird die nur in der Reihenfolge. Okay. Jetzt nochmal? Behindert? Nochmal? Viermal? Ein Playset wahrscheinlich dann, ne? Mhm. Ja, okay. Ich bin gerade verwirrt, weil bei den anderen Sachen, die ich aufgemacht habe, Bundles waren die immer alle gleich hintereinander. Ja. Und dann kommen nur noch die normalen. Und dann kommen die normalen Länder. Okay, das ist ja nicht wichtig. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ah. So, dann packe ich mal die Promo hier nebendran. Und dann fangen wir mit dem ersten Booster an. Und das ist mal wieder in Belgien produziert. Schätze ich mal. Ja, in Belgien. Das heißt, die sollten aufgehen. Das sind die guten Booster. Das sind die guten Packs. Können wir ganz einfach öffnen hier. Zack. Die Erfahrung zeigt, die sind richtig gut zum Öffnen. Und dann ziehen wir mal raus. Und wir kriegen als erstes eine schöne Szenenkarte. Oh ja, die sieht wirklich gut aus. Die ist echt cool. Sorin ist das, glaube ich, ne? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin zu neu. Oh ja, die haben ja die richtig geilen Länder. Oh mein Gott. Schwarz-weißer Swamp. Ich pack die mal hier drüben hin. Dann haben wir Steelclad Spirit. Wanderlight Spirit. Viele Geister. Sanctify. Destroy Target Artifact or Enchantment. You gain 3 life. Okay, nicht schlecht. Dann haben wir Fierce Retribution. Runebound Wolf. Gibt es eine Karte, auf die du es voll abgesehen hast? Weil ich kenne mich mit dem Set nicht aus. Es gibt eine, die am meisten wert ist. Dies ist die Wedding Ceremony, glaube ich, heißt die. Also das ist so eine weiße Karte. Mhm. Die ist zumindest schon gefragt worden, genau, wenn ich das richtig hätte. Ankommen. Dann haben wir Pack Song Pub. Droxcall Infantry. Und auf der Rückseite Droxcall Armaments. Okay. Genau, da haben wir natürlich auch wie in dem Werwolf-Set ein paar Karten, die halt das sind Common. Sich entwickeln. Dann haben wir Hookhand Marina, Human Werewolf. Oder Riphook Raider. Auch nicht schlecht, ist auch eine Common. Dann haben wir die erste Rare, Dorothy. Vengeful Victim. Oh mein Gott, die sieht cool aus. Und die kann man auch wieder umdrehen. Echt? Die kann man auch drehen? Okay, cool. Die erste Rare und gleich die nächste. Aeroth Tormented Prophet. Ein Wizard. Sehr schön. Und als Ankommen Restless Bloodseeker. Und dann haben wir hier ein Token. Ankommen. Ein Human Token. Oh, ich biete mich als Bluttrinker an. Tokens packen wir hier hin oder da. Ist ja egal. So, und dann wechseln wir wieder. So wie man es gewohnt ist. Let's go! Gewechselt. Andy ist am Zug. Die gehen so schön auf. Mhm. Ich mach sie einfach irgendwo auf die Seite. Ja. Artwork. Wunderschönes Artwork. Alter, da wird der Mann aufgespießt, Junge. Jo. Oh, Alter, der Mountain. Warte, hier ist die Artwork. Oh, geil. Fear of Death. Mhm. Also, wenn du Zombie-Sachen hast, gibt's in dem Set Zombie-Sachen? Ja, bestimmt. Dann bin ich dein Abnehmer. Nurturing. Och, ein Baby. Mit Flash, Ancient Creature you control. Eine Enchantment Aura mit Flash. When Cradle of Safety enters the Battlefield, Ancient Creature gains Hexproof until end of turn. Das kann man natürlich auch mal als Flash gebrauchen. Mhm. Und die Kreatur kriegt 1-1. Auch noch, genau.
Geistlight Snare. Deutsches Wort drin. Uncommon. Uncommon habe ich hier. Whispering Wizard. Mhm. Wary Prisoner, ein Human Werewolf. Wird zu dem hier. Das ist ja krass. Krass. Blood Death Harvester. Mhm. Sehr schön. Cool. Oh, und die sind tatsächlich ein bisschen was wert, diese Länder. Stormcarved Coast. Genau, die gehören zu den wertvolleren Geschichten. Oh ja, ja Mann, die ist ja ultra krass, ja. Eine Rare, die kannst du zu den Rares packen. Yes, Rare. Genau, die liegt so bei 10 Euro. Alter. Und der Griff Rider. mit der einen Karte ist schon die Hälfte ja, vom, das ist vom das Ding, Bundle deswegen, fast also gezahlt. Die sind echt, die zahlen sich doppelt und dreifach aus, diese Bundles. Habe ich beim letzten Mal auch deutlich plus mitgemacht. Genau, und jetzt ist halt einfach nur noch eine Plain Token Karte. No. Nice dann. Dann schauen wir schon wieder. Leg die Tokens einfach hier auf einen Stapel. Nice. Okay, let's go. Nächster Pack. Stormcarved Coast. Ja, lass jetzt 7 Euro sein. Also, total easy. Als du das letzte Mal geschaut hast. Ja. Okay. Oh, wir haben ja ein wunderschönes schwarz-weiß Artwork und ich bin mal gelandet. Okay, wir machen jetzt das Landspiel. Ja. Was glaubst du, welches Land hier drunter steckt? Der Sumpf natürlich. Ein Sumpf? Ich sag, es wird ein Forest sein. Oh, Alter! Junge! Das ist eine Frage. Du bist aber eine Maschine. Ein Swamp. 8 Euro. Ah ja. Glutonous Guest. Belligerent Guest. Blood Petal Celebrant. Career Bat. Witzig. Dann haben wir Cartographer's Survey. Wir haben einen Ancient Lumbernaut. Alluring Suitor. Und Deadly Dancer. Alter, da ist aber richtig viel auf der Karte los, ey. Ja. Junge, nicht jungfrei, die Karte. Dann haben wir Belligerent Guest. Haben wir die nicht schon mal gehabt? Ja. Ey, guck mal, du hast die sogar zweimal. Tatsächlich in unterschiedlichen Arten. Tada! In einem Pack. So wie ich bei dem Dings ja, in den drei. Ding. Alter, ja. Das war ja witzig. Dann haben wir Unholy Officiant. Und eine Rare. Splendid Reclamation. Turn all land cards from your graveyard to the battlefield tapped. Das ist krass. Das ist krass. Da guckt jeder, der Land Destroy Deck spielt, aber doof. Ja. Wrecked Recluse. Human Patient. Als Common. Und eine Listenkarte. Bloodchief Ascension. At the beginning of each end step, if an opponent lost 2 or more life this turn, you may put a quest counter on Bloodchief Ascension. Damage cause loss of life. Whenever a card is put into an opponent's graveyard from anywhere. If Bloodchief Ascension has 3 or more quest counters on it, you may have that player lose 2 life. If you do, you gain 2 life. Schlecht. Eine Listenkarte, die lege ich da hin. Okay, weiter geht's. Rüber. Let's go. Halt, das ist mein Stapel. Das ist dein stimmt. Stapel. Deswegen ist der schon so klein. Ich hab schon Stück übrig. Du bist diesmal andere Seite. So, warte. Ich sag diesmal Mountain. Erstmal mein zerschmetterndes Schild hier. Mountain. Ich sag Mountain. Dann sag ich Ebene. Alter, hör doch auf, Junge! Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? So, eine Common. Ach, toll Artwork. Bleed Dry? Bleed Dry. Oh. Gift of Fangs. Ich stehe auf diesen Stil. Ja, das hat schon was. Ah, da ist der Wolf wieder, der Runebound. Ja, schon wieder der Papp. Ja, die waren ja gerade eben auch gleich. Fast in der gleichen Reihenfolge. Ja. Ach nee, der war auch krank. At the beginning of your upkeep, and then your opponent may sacrifice a creature if no one does. Transform. Wum. Malicious Invader. Flying. Und Plümpf 3. As long as an opponent controls a human. Okay, krass.
Restless Bloodseeker. At the beginning of your end step, if you gained life this turn, create a blood token. Sacrifice two blood tokens, transform him. Blood-soaked Reveller. Das ist schon cool. Hat schon irgendwas mit diesen ganzen Vampir-Gedöns, ja. Schon wieder der Gast. Was ist denn da los? Glutonous Guest. Ey, guck mal! Ah, Sorin! Ne Mythic, guck mal, passend zu. Sorin, dein Art. Genau, da ist das Sorin, sag ich doch. Wollen wir den direkt einpacken oder machen wir es nachher? Ja, den packen wir gleich an. Das ist eine Mythic, die wird gleich angepackt, Junge. Ist der gut überhaupt? Hier? Ja, gehört zu dem besseren. Ich habe keins aber auch nicht im genauen Preis sagen. Nice. Und dann haben wir da noch eine Rare hinter, nämlich ein Zombie Warrior. Oh, den muss ich haben. When Graf Reaver exploits a creature, destroy a target planeswalker. At the beginning of your upkeep, Graf Reaver deals 1 damage to you. Exploit, when this creature enters the battlefield, you may sacrifice a creature. Alter, den will ich. Den muss ich wieder tauschen, Junge. Den muss ich mit dir tauschen. Alles klar. Okay, let's go. Oh, ist das so ein Minigame? Ja, wahrscheinlich. Magic Minigame. Oh, die sammle ich. Da will ich irgendwann mal welche spielen. So, weiter geht's mit dem nächsten Pack. Ich brauche mehr Zombies. Ich liebe einfach Zombies. Ist halt so. Mein Vater ist schuld. Dank Resident Evil. Ah, Natalia. Natalia ist auch gut. Auf jeden Fall. Natalia geht immer. Okay, warte. Ich sag diesmal Island. Nee, es ist wieder ein Sumpf diesmal. Hör auf. Ah, scheiße. Es ist ein Plains. Am wenigsten liegst du auch mal falsch, Junge. Ja. Aber es ist Foil Plains. Ja, es ist sehr hübsch. Alter, die Länder sind alle so schön. Dann haben wir Wedding Invitation. Mhm. Vampire Slayer. Ist auch cool. Piercing Light. Mhm. Cartographer's Survey again. Ancient Lumbernaut again. Spiked Ripsaw. Auch nicht schlecht. Binding Geist. Und dahinter haben wir Spectral Binding. Dann haben wir Glutonous Guest. Und wir haben noch eine Common. Falkenrath Celebrants. Och, sieht echt cool aus, die Artworks. Ja, sind toll. Und wir haben eine Rare. Lantern Flare. Nicht schlecht. Rested hier. Und eine Common. Supernatural Rescue. Und dann haben wir noch eine Copy Token. Mhm. Du bist dran. Warte, hier kommt Artwork, das da. Let's go. Meinst du, du ziehst nochmal was richtig krasses, Junge? So richtig krasse Sachen sind da ja eigentlich nicht drin, aber diese allein ganz, die Länder. Die ganzen Rare-Länder, die wären schon nochmal schick, wenn da nochmal eins dabei wäre, auf jeden Fall. So, dieses schöne Artwork hier. Meine Güte, diese Kunst in dem Spiel. Ach, jetzt haben wir das ganz vergessen. Scheibenkleister. Das war zu schnell. War das hier? War oh, das hier die Artwork, ja, ja, genau, da sind die Artworks. Oh Mann, Junge. Ja, ich kann auch gar nichts. Ey, was kannst du eigentlich, Junge? Okay, dann haben wir. Halt, warte, du musst doch erstmal sagen, ich was du hast. Kamen es auch alle voll? Ja, nur kurz Pointed Anzahlung. Discussion. Danke, jetzt kannst du weitermachen. Ein Vampire, immer sagen, was du hast. Ein Vampire Kiss. Ah, ein Vampire Kiss. Hm. Wenn es Jana, dürfte dem Vampire mich auch küssen. Blood-crazed Socialite. Witness the future. Nice. Okay. Thirst for discovery. Komm schon, Zombie! Into the night. It becomes night. Discard number of cards and draw that many cards plus one. Okay, das ist cool. Der sieht ja schön official. Aus. Waldaron Epic here. Okay. Consuming Tide, that's rare. Each player chooses a non-land permanent they control. Return all non-land permanents you're not chosen this way to their owner's hand. Then you draw a card for each opponent who has more cards in the hand than you. Nice. Damit kann man was anfangen. Witness the future schon wieder. Ja, mit einer anderen Artwork, ne? Mhm.
In Foil? Ja, Target Player, du shuffles up to 4 Target Cards from their graveyard into the library. They look at the top of the library. Then put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order. Okay. Hier hat was falsch. Hier sind die Uncommons. Genau. Und ein Minigame. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Pack. Und für mich den letzten, also bitte eine Last Pack Magic, Junge. Ich würde den Sorin noch mal im alternativen Artwork nehmen. Gibt's den da drin? Ja. Dann bitte den Soul Ring im alternativen Artwork. Nicht Soul Ring, den Thorin. Ach so. Ja. Jetzt wartet mal, bevor ich hier... wir fangen jetzt schon mal an. Was denkst du, welches Land? Ich sag Mountain. Ja, da sag ich auch Mountain. Wir sind jetzt für Mountain, weil es gab ja noch kein Mountain. Oh, der sieht cool aus. Ja. Mag das Schwert. Okay, Moment of Truth. Das ist ein Forest. Forest, hatten wir auch noch nicht so. Ja. Sieht natürlich auch ultra cool aus. Ich finde die Länder so cool. Ah, der Flourishing Hunter. Der ist in dem Starter-Set drin gewesen. Unhallowed Phalanx. Und da haben wir wieder was Soldier, Zombie-mäßiges. Die kommen tapped, aber... Junge! 1,13! Junge! Ja, dann nimmst du dazu den Honda, ne? Ja. War doch der, mit der die Defense zum Angriff nehmen darf, ne? Ja. Heftig. Heftig. Ja, muss Honda. Ich mit dir tauschen. Aim for the head, genauso. Ja. Da, auf jeden Fall. Muss ich auch mit dir tauschen. Spiked Ripsaw. Dann haben wir Bramble Worm. Die Würmer sind ja auch ultra stark. Catapult Fodder. Ein Zombie. Cool. 1,5, Alter. At the beginning of combat on your turn, if you control 3 or more creatures that each have toughness greater than their power, transform Catapult Fodder. Und dann wird das ein Catapult Captain. Okay, für 3. Sacrifice another creature, target opponent loses life, equal to sacrifice creature's toughness. Okay, das ist echt cool. Ach, ich liebe Zombies. Ankommen. Dann haben wir hier Child of the Pack, Human Werewolf, Savage Packmate. Sieht schon cool aus, Alter. Mhm. Ohne Witz. Dann haben wir Skull King Killer. Und wir haben schon wieder Woldown. Ja, die haben wir fast jedes Mal, Alter. Glorious Sunrise. Ich glaube, die ist auch einer der besseren Karten. Dann haben wir Torrents, Fist of the Angels. Das ist ja auch cool. Er ist hübsch. Der ist ja richtig cool. Whenever you cross the creature spell, create one run green and white human soldier creature token with training. Das ist krass. Und dann haben wir wieder ein Token. Dann Last Pack. Der allerletzte. Jetzt bin ich gespannt. Ultimative Last Pack Magic, bitte. So was richtig cooles jetzt. Muss ja. Warte. Neben der Insel, die jetzt kommt, ne? Ich sag immer noch Mountain. Okay. Was sagst du? Insel. Okay. Hast du schon gesehen? Mountain! Junge, ich hab auch mal richtig. Wenigstens beim Last Pack. Jetzt muss aber auch was Gutes drin sein, Junge. Voldaren Epicure. Blood Fountain. Oh. Falkengrad, Celebrant. Lantern of the Lost. Lauf, glaube ich. Lunar Rejection. Fearful Villager. Und dann Szenenbox öffnen. Nochmal Falcon Fart Celebrants. Blood Grace Socialite. Blood Petal Celebrant has first strike as long as it's attacking. When Blood Petal Celebrant dies, create a blotch. Oh. Oh, Dorothy. Dorothea, Vengeful Victim. Hatten wir die nicht auch schon? Nee, ich glaube nicht. Dreh mal um. Nee, die hatten wir noch nicht. Stimmt. Komm, krass. Komm vor. Den hatten wir auch schon mal. Oh, eine Listenkarte noch. Eine Listen-Zombie-Karte. Eine richtig schön alte Artstyle. Noxious Ghoul. Whenever Noxious Ghoul or another zombie comes into play, all non-zombie creatures get -1/-1 until end of turn. Alter, die muss ich haben.
Die muss ich haben. Ich glaube, die ist was für dich. Die muss ich haben, Alter. Überleg mal, in meinem Zombie-Deck erstelle ich andauernd Zombie-Tokens. Ja. Und dann mache ich andauernd -1, -1, bam, bam, bam. Damit machst du Board-Vibes. Alter, ich brauche die unbedingt, Junge. Gucken wir mal nach, ob die... Hier sind die, das wird wahrscheinlich nicht so unendlich viel wert sein. Ja. Aber Leute, das war's schon wieder. Vielen Dank nochmal für die zur Verfügungstellung. Lieber Steini, leider reicht die Zeit nicht mehr für 10 Boxen. Ja, das wäre jetzt echt noch sehr... Aber Bock hätten wir. Aber ja, naja. Aber vielleicht können wir das nachholen. Ja, klar. Meine sind eh noch nicht da. Danke an Großhändler, dass sie zu spät kommen. Aber ja, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns wissen, ob euch die Karten gefallen haben oder nicht. Lasst uns euer Ergebnis wissen in dem Länderspiel. Ob ihr richtig geraten habt, wie wir. Und ja, das war's eigentlich schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.